Es geht in dieser Andachtsserie um Ehe und Familie nach Gottes Plan. Wir reden hier über grundlegende Prinzipien Gottes für Ehe und Familie. Ein weiteres dieser Prinzipien lautet Treue bis zum Tod. Gott will keine Scheidung. Die Ehe gilt für das ganze Leben. Scheiden darf die Ehe nur der leibliche Tod. Es gibt allerdings zwei Ausnahmen, die uns auch im Neuen Testament genannt werden. Diese sind, bedingt durch die menschliche Sündhaftigkeit, leider unumgänglich. Die eine Ausnahme ist der Ehebruch. Wenn Ehebruch vorliegt, erlaubt Jesus die Scheidung. Er sagt uns das in Matthäus 19, Vers 9. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Die andere Ausnahme nennt uns Paulus. Er spricht von Ehen, in denen ein Ehepartner gläubig geworden ist und der andere nicht. Wenn jetzt der ungläubige Partner den Gläubigen verlässt, dann ist der verlassene gläubige Partner frei von der Ehe. In beiden Fällen und im Falle der Verwitwung erlaubt das Neue Testament dann auch die Wiederheirat. Ansonsten gilt das, was Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 7, Vers 10 sagt. Er sagt, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht von ihrem Mann scheiden soll. Hat sie sich aber geschieden, soll sie ohne Ehe bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen und dass der Mann seine Frau nicht verstoßen soll. Jesus sagt, dass die Begründung für das Scheidungsverbot darin besteht, dass Gott die Eheleute zusammengefügt hat zu einer unzertrennlichen Einheit. Und er hat sie zu einem Fleisch zusammengeschweißt. In Matthäus 19, ab Vers 3 lesen wir, da traten die Pharisäer zu ihm, also zu Jesus, und versuchten ihn und sprachen, ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen? Der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Aber Menschen treten Gottes Gebot mit Füßen und lassen sich nach Belieben scheiden und wieder verheiraten. Sie wollen selbst Gott spielen. Geschiedene Paare in Albuquerque, New Mexico in den USA können zum Beispiel die Vorteile eines neuen Unternehmens in ihrer Stadt in Anspruch nehmen. Die Firma heißt Freedom Rings, Schmuck für Geschiedene. Gegründet ist sie von der Juwelierin und Geschiedenen Lynn Peters. Dieses Unternehmen macht Schmuck für Kunden aus Eheringen. Jeder Kunde zahlt bei Freedom Rings eine Gebühr und die Ringzerschlagungszeremonie beginnt, komplett mit Champagner und Musik. Kurz vor der Zerschlagung sagt der Zeremoniemeister, wir werden nun alle noch verbleibenden Bindungen an die Vergangenheit durch die Umwandlung ihres Rings, der die Vergangenheit darstellt, in ein Zeichen ihres Neuanfangs umwandeln. Nun, nehmen Sie den Hammer, halten Sie einen Moment inne, um die Transformation zu begreifen, die den Beginn ihres neuen Lebens einläutet. Sind Sie bereit? Mit diesem Schwung lasst die Freiheit erschallen. Dann nimmt der Zeremoniemeister einen 4-Pfund-Schlaghammer, um das Symbol der Liebe und der Treue zu einem unförmigen Stück Metall zu schlagen. Und damit endet die Zeremonie. Die Tatsache, dass Frauen ihre Eheringe zu Anhängern und Männer ihre zu Golfballmarkierungen umwandeln, überrascht nicht, sagt der Autor dieses Artikels. Durch den Propheten Maleachi erhebt Gott eine harte Anklage gegen die Untreue der Gläubigen in der Ehe. Wir lesen in Maleachi Kapitel 2 ab Vers 13. Ihr tut dieses, sagt der Herr. Ihr bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn, mit Weinen und Stöhnen,
weil er sich eurer Opfergabe nicht mehr zuwendet und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Ihr sagt, weswegen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Und hat er sie nicht zu einem gemacht, zu einem Fleisch, in dem Geist ist? Und was erstrebt das eine? Nachkommenschaft von Gott. So hütet euch bei eurem Leben und an der Frau deiner Jugend handle nicht treulos. Denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, ebenso wie wenn man sein Gewand mit Unrecht bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen. So hütet euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos. Halten wir also fest, das Prinzip Treue gilt bei Gott für die Ehe für alle Zeiten. Gott will keine Scheidung.